Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir hatten uns den PC-Controller angeguckt. Ich kann auch hier mal in die Kamera halten. Ich habe extra jetzt beide Kameras an. Den Stick habe ich schon drin. Ich habe das erste Video dafür schon gemacht. Muss es jetzt nochmal machen, weil der Ton halt miserabel war. Irgendwas hatte ich da eine Störung drin. Ich weiß es nicht. Der Ton war halt kacke. Deswegen nochmal neu. Wir machen den erstmal an. So, jetzt ist er an. Ich muss mal kurz das Licht ausmachen, dass ihr das besser seht. Wir haben unten am Controller hier sind zwei Tasten. Da, wo mein Finger ist, das zeige ich euch gleich noch. Da könnt ihr mal sehen, was passiert, wenn ich jetzt hier drücke. Aus. Leicht. Ja. Kann man halt die Helligkeit, nicht nur die Helligkeit der Tasten ändern sich, auch die Helligkeit von dem Kreis. Ich lasse auf die niedrigsten Stufe, finde ich eigentlich ganz okay. Und dann haben wir hier noch eine Taste. Jetzt zeige ich euch die Tasten nochmal. Hier unten da. Die ist für Vibration. Vielleicht kriegt ihr das so am besten mit. Jetzt ist aus. Leicht. Kriegt man vielleicht so besser mit. Aus. Vierte Stufe ist halt die heftigste, die lasse ich drin. Und dann, ja, die Knöpfe hinten wollen wir uns jetzt noch mal angucken. Ich habe den auch schon getestet mit ein paar Spielen, bei PUBG und so. Aber wie gesagt, die Soundqualität war miserabel. Und was soll ich euch hier großartig Gameplay zeigen? Jetzt geht ja um den Controller. Ich werde den ja sowieso in den nächsten PC-Spiel-Videos benutzen. Aber wir müssen jetzt erstmal hier noch, um euch was zeigen zu können, Systemsteuerung. Weil ich weiß nicht, wie ich über das normale Windows 10 Menü da hinkomme. Controller, Geräte, Drucker. So, müssen wir kurz warten. Hier haben wir den Controller. ES Gaming for Windows 1.5. So, und hier können wir dann auch Eigenschaften. Xbox 360 Controller für Windows, und hier sind so ein paar Dinger drin, aber wir wollen eigentlich Game Controller Einstellungen. Dann machen wir uns das mal hier weg. Eigenschaften, das Feld wollen wir uns jetzt zu Gemüte tun. Hier werden wir jetzt, also hier sehen wir praktisch jede Taste, die wir am Controller drücken. Ja, das, ich mach mal kurz unten auch noch ein bisschen größer, damit ihr das vielleicht ein bisschen besser seht. Wir schieben das mal hier hoch, nehmen die Cam und machen die Kamera mal schön groß. Das kann ich jetzt nicht wegnehmen, das bleibt halt da. So. Oder machen wir es hier unten einfach mal hin. Und den Controller noch größer. So. So. Ihr seht jetzt praktisch hier alle Tasten, die wir am Controller haben, werden jetzt hier ein Feedback haben. Ich werde jetzt einfach mal mit den Analogsticks anfangen, damit, und mit der Maus dann hingehen, wo das ist. So, hier in dem Viereck. So, links, rechts, hoch, runter. Das ist der rechte Analogstick, den ich gerade benutze. Ihr seht es ja groß im Video. Wenn wir den linken benutzen, so, hier ist da die Rotation. So, links, ach Quatsch, rechts, links, hoch, runter. Drücken ist hier unten dann. Und mit dem linken halt, wo wir hier oben bewegt haben, da
Seht ihr das, wenn ich den drücke, dass wir da ein Feedback haben. Dann nehmen wir mal die Schultertasten. Hier ist praktisch die Z-Achse. Da, wenn ich den R2, also hier ist es da jetzt RT drücke, geht der halt weg, der Balken. Und wenn ich links drücke, kommt halt noch was dazu. Also das ist LT. So, LS ist dann hier unten. Und RS ist hier. So, dann nehmen wir das Steuerkreuz. Da haben wir dann hier den Kreis. Hoch, runter, na, links, rechts. Und dann können wir hier im Kreis uns drehen. So. Dann haben wir, bevor wir jetzt zu X und Y kommen, haben wir die Back-Taste. Die können wir belegen. Also wäre vielleicht, das ist interessant für Spiele, wo man sich die Tasten selber belegen kann. Also ihr habt zu den normalen Tasten dann halt hier noch die Back-Taste und die Start-Taste. Die leuchtet gleich daneben auf. Die Turbo- und die Mod-Taste-Knopf, die tauchen hier nicht auf. Die bewegen sich nicht. Die hinteren bewegen sich schon, weil wir da jetzt was eingestellt haben. Das will ich aber jetzt nochmal neu mit euch machen. Und die Home-Taste taucht auch nicht auf. Ach, jetzt geht hier das an, hier dieses Windows-Ding hier. Och Gott. Zack, weg. Weg. So. Also komischerweise, hier taucht es nicht auf in der Aufnahme, aber bei mir wurde es so drüber erlegt. So. Dann haben wir A, B, X und Y. Habt ihr gesehen, die vier leuchten. So, und jetzt wollen wir praktisch die Mod-Tasten hinten belegen. Ich habe die schon belegt, ich mache die jetzt komplett neu mit euch, damit ihr mal seht, wie leicht das eigentlich ist. So, weiter geht's. Ich musste mir das nochmal schnell ins Gedächtnis rufen. Ich habe mir nämlich die Turbo-Taste verwechselt mit der Back-Taste. Die Turbo-Taste ist dafür da, dass man andere Tasten zuweisen kann. Und das habe ich verwechselt. Wir wollen ja jetzt M1, hier hinten die Taste. Die drücken wir jetzt einfach. Und dann drücken wir die Back-Taste. Und dann leuchtet das hier lila. Und auf die Back-Taste machen wir jetzt einfach mal A. Wartet mal, da muss ich nochmal nachlesen. Das ist nämlich super erklärt hier. Drücken Sie M1. Und dann wieder M1 drücken. So. Genau. Also hier muss man nicht dreimal bestätigen. So, und jetzt sehen wir hier gleich. Wartet mal. So, der A-Knopf. Hier oben. Da blinkt A. Und wenn ich jetzt M1 drücke, blinkt A. Seht ihr? So, jetzt drücken wir mal, jetzt nehmen wir uns mal M2 vor. Das ist die zweite Taste hier oben, die da. Und da wieder M2 gedrückt halten, dann Back, dann formt sich das lila. Und jetzt nehmen wir einfach mal AB. Ihr seht, dann leuchtet das hier blau. So, und dann wieder die Back-Taste. Ach Quatsch, nicht die Back-Taste, bin ich doof. So, nochmal hier so AB. Und dann die M2-Taste. Und es leuchtet wieder blau. Und wenn ich jetzt hier BA drücke, seht ihr, dass die beiden angehen. Und wenn ich hier M2 drücke, gehen auch die beiden an. So steht es halt in der Anleitung. Ich habe dann auch probiert, was ist denn, wenn man halt eine Kombination aus 3 oder 4 Knöpfen haben will. Geht das auch? Ja. So, und dann nehmen wir uns jetzt mal, M3 ist auf der Seite. M3 und Turbo, Back. Es leuchtet lila. Jetzt nehme ich mal alle 4 Knöpfe hier. Ihr seht, dass die jetzt blau leuchten. Jetzt wieder lila. Und jetzt drücke ich wieder den Knopf. Und wenn ich jetzt hier alle leuchten mache, seht ihr da, alle 4. Und wenn ich hier in M2 drücke, leuchten auch alle 4. Mit den Schultertasten funktioniert es teilweise.
Wir werden das jetzt mal testen. Also, das hat beim letzten Mal nicht so wirklich funktioniert. So, und zwar zack. Und jetzt nehmen wir einfach mal eine Schultertaste oder die beiden Schultertasten. Haben wir jetzt gedrückt. Da seht ihr das. Und dann drücken wir wieder M. Und wenn wir hier beide drücken, leuchtet das. Und wenn wir M drücken, das leuchtet auch. Ich hatte eine Kombination von L2 und R2, hatte ich, glaube ich. Wir können jetzt auch zum Beispiel M2 oder M4, was das jetzt hier ist, hier, M4 und so. Und dann können wir sagen L1, L2 und was weiß ich, A. Und dann haben wir die 3 gedrückt. Und dann drücken wir hier einfach wieder die Taste. Und wenn wir hier unten drücken, seht ihr auch, alle drei Tasten leuchten. Also ihr seid da praktisch für Fight-Spiele seid ihr da komplett. Bei Street Fighter, wo man halt, was weiß ich, noch irgendwie Tasten kombinieren kann, leichten Mittelentschlag oder so, habt ihr, oder bei, was weiß ich, bei Shootern für Ducken oder was weiß ich, also ihr könnt da halt mehrere Tasten drauf packen. Das ist kein Problem. Was ich nicht versucht habe, was wir jetzt auch mal versuchen werden, ist einfach mal so ein. Wir machen jetzt einfach mal M4. Das habe ich nämlich noch nicht versucht. Nimm die Taste nach nee, nehmen wir nicht zielen. Wir nehmen Steuerkreuz nach unten und A für Waffe wechseln. Zack. Und das geht auch. Wir werden das aber auch nochmal testen mit Back. So, und dann nehmen wir einfach mal die Bewegungstaste nach unten und A. Und bestätigen das. Das geht dann halt nicht. Das werden wir nochmal versuchen. Versuchen wir auf der anderen Taste. Zack. Bewegungstaste nach unten. B. Ne, das geht nur mit B dann halt. Aber mit der Bewegungstaste geht es halt nicht. Wir können es ja nochmal versuchen, wenn wir es einfach nur mit der Bewegungstaste machen. Zack. Die wird auch nicht anerkannt hier. Seht ihr das? Dass es dann hier irgendwie blau leuchtet, so wie jetzt bei denen. Auch die nicht. Drücken, das wird anerkannt. Das können wir hier speichern. Und der Druck, der ist drinne. Aber halt nicht das. Sonst habe ich, ich habe jetzt schon ein bisschen was mit ihm probiert und so. Tastenkombination muss ich mir noch ein bisschen testen, was ich halt gut finde mit dem Licht, dass man das an- und ausschalten kann. Machen wir mal so, da seht ihr vielleicht ein bisschen mehr. Oder machen wir mal Licht aus. So, Taste. So, mal gucken, so dass ihr das so am besten seht. So. Ich habe halt auf dem Schwächsten habe ich. Finde ich sehr gut. Auch man kann gut steuern. Das Einzige, was ich jetzt so ein bisschen. Also das ist aber wirklich Meckern auf hohem Niveau, aber das ist jetzt auch nicht, weil ich damit irgendwie Probleme hatte oder so. Bis jetzt konnte ich alles gut spielen. Was ich mir wünschen würde für die nächste Generation, die Analogsticks vielleicht ein Stück größer und eine Vertiefung rein. Weil die haben jetzt keine Vertiefung, die haben jetzt hier so ein Gummi drauf. Also man rutscht nicht ab, aber für dicke Finger oder so. Ich habe immer das Gefühl, ich könnte abrutschen. Und da würde ich mir so eine kleine Vertiefung würde ich mir wünschen. Und ja, vielleicht ein Stück größer. Aber sonst, aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Auch, dass man die Vibrationsfunktion hier kombinieren kann. Also man kann die halt in verschiedenen Stufen machen. Hier haben wir dann noch hinten so einen kleinen Knopf. Da könnt ihr mit einer kleinen Stecknadel reindrücken. Da könnt ihr den kompletten Controller resetten. Das funktioniert auch bei dem Wii-Controller. Hier haben wir ein USB-C, damit wir schnell laden können. Hier können wir dann wahrscheinlich so eine Halterung ranmachen, um Handy ranzumachen. Auch ganz cool. Verbindet sich sehr schnell mit dem Stick. Den Stick braucht ihr kein Update, kann gar nichts machen. Aber drin steckt, bumm, sofort hier laufen. Ohne Probleme. Ja, also so rundum ein echt cooler Controller. Ein bisschen schwerer. Ein bisschen schwerer vielleicht noch, weil ich finde ihn sehr leicht. Aber er ist sehr griffig. Also ich habe auch hier durch das hinten ist das so Plaste, was so ein bisschen geriffelt ist. Also nicht gummiert.
Ja, so geriffelte Plaste, aber keine scharfen Ecken, Kanten, gar nichts. Also liegt wirklich richtig geil in der Hand, muss ich jetzt mal so sagen. Auch mit dicken Fingern komme ich hier an die Mautknöpfe ran, ohne Probleme. Ja, also wenn ich jetzt hier so spiele, komme ich gut an die Mautknöpfe ran, ohne Probleme. Ich habe jetzt so ein bisschen was damit gespielt, habe nichts Negatives festgestellt. Also kein irgendwie Schleifen oder irgendwie, keine Ahnung, dass ich nicht richtig bewegen kann oder dass die Tasten irgendwie sind. Das Einzige, was mir halt beim nächsten Modell, was man noch verbessern könnte, halt, dass, wie gesagt, dass man das ein bisschen größer macht, eine Vertiefung reinmacht und den Controller ein bisschen schwerer macht. Weil der ist wirklich, also der hat zwar, also der hat Vibrationsdinger drin und die hauen richtig durch, aber man spürt ihn nicht. Also ich würde den mir halt wirklich noch ein Stück schwerer wünschen oder dass man halt vielleicht hier hinten das abziehen kann oder so und Gewichte reinmachen kann oder so. Aber das ist wirklich meckern auf hohem Niveau oder halt allgemein den in verschiedenen Gewichtsklassen verkaufen könnte, dass man eingebaute Gewichte vielleicht hat mit weiß ich wie viel Gramm oder so, dass er dann ein bisschen schwerer kommt. Das würde ich mir wünschen. Aber das ist wirklich meckern auf sehr hohem Niveau. Sonst tipptopp. Auch man kann halt auch mit verschiedenen Systemen kombinieren. Also ich habe ja schon gesagt, die LEDs hier vorne, die zeigen dann an, welcher Controller man ist. Ich sage euch gerade mal, für welche Systeme das man machen kann. So. Also wir können mit dem PC verbinden, ist klar. Der soll auch eine Batterielaufzeit von 2,5 Stunden haben. Kann ich so jetzt nicht sagen. Also ich habe gefühlt mehr. Aber gut, der hat auch die ganze Zeit teilweise auch angelegen, ohne dass ich gerade gespielt habe. Das muss ich nochmal überprüfen. Motoren hat er 2 Stück drin. Ne, Nutzungszeit 8 Stunden. Ladezeit 2,5 Stunden. Ja, das kommt schon eher hin. 600 mAh Akku soll drin sein. Entfernung 8 bis 10 Meter. Und kompatibel ist er mit Nintendo Switch, PC, PS3 und Android. Das steht hier alle drin. Auch die Anleitung ist wirklich, die Schrift ist schön groß. Also nicht zu klein, wie bei anderen, wo man meckern muss, dass er zu klein ist. Nein, hier ist er wirklich schön groß, gut erklärt, sauber, läuft richtig gut, kann ich echt nur unterstützen. Ja, also das ist jetzt mein neuer PC-Controller. Vor allen Dingen geil ist jetzt durch die Lichter, ich weiß jetzt wirklich, was ist. Ich gucke rauf und sehe A. Ich gucke rauf, ich sehe B. Und ich weiß jetzt, wo die Knöpfe sind, weil vorher habe ich ja mit dem PlayStation-Controller gespielt und das ist ja komplett andere Bezeichnung. Und was halt richtig cool ist für Neulinge, die jetzt mit dem BT und mit dem R, nee, wie heißt das? RS und RT und LS und LT nicht klarkommen, weil die verwechsel ich auch immer. Wenn ich den Controller einfach nur so kippe und so drauf gucke, dann ist es spiegelverkehrt. Also praktisch nicht spiegelverkehrt, verkehrt rum. Man kann es gleich lesen. Also ich muss nicht extra so umdrehen und lesen. Also so. Was ist was? Nein, ich kippe den einfach nur an und lese. Das muss ich mal gucken. Ist das beim PlayStation-Controller auch so? Ja, da ist es auch so. Aber ich hatte schon mal einen Controller. Ich weiß gar nicht, welcher das war. Da stand es verkehrt rum drauf und dann musstest du mal so gucken. Aber hier ist es halt auch so. Ja, an sich ein sehr, sehr schöner Controller. Er liegt gut in der Hand. Wie gesagt, mit Gewicht. Bitte, bitte, bitte noch ein bisschen schwerer. Aber sonst ein schöner Controller. Ja, das soll es jetzt hier soweit gewesen sein. Ich werde ihn jetzt natürlich noch weiter testen und in den nächsten Games auch testen, in den nächsten Community-Sessions testen. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wie er sich schlägt. Und ich würde mich jetzt hier verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi. Seid euer Odin.